So, meine Freunde, ich begrüße euch zu einem weiteren Part in der unheimlichen Siegesstraße der Sinnoh-Region von Let's Play Pokémon Platin. Wie gesagt, wir sind in der Siegesstraße stehen geblieben und machen uns nun weiter auf dem Weg und gucken mal, wo wir hier so noch überall hinkommen können. Erstmal runterkraxeln, würde ich mal so ganz vage schätzen, ne? So ganz wichtig, mal sowas zu tun, ne? Irgendwo mal runterzuklettern und zu wissen, wo man überhaupt ist. Und aha. Gibt's hier jetzt auch noch ein Karatekämpfer? Meine Pokémon kann Karate. Ich warte dich, das ist wirklich stark. Ja, das haben sie schon. Haben sie denn echt viele zu mir gesagt, aber dann ist trotzdem nichts draus geworden. Sage ich euch ganz ehrlich. Naja, mal sehen, was Macho mal so gegen uns ausrichten kann, ne? Los! Happy! Oh, happy! Ja, unser Happy setzt dagegen einfach mal einen schönen Drachenpuls. So, boom, bam, boom, boom, boom! Dürfte eigentlich ganz guten Schaden machen. Oder auch nicht. Oh, Krimas, der will unser Happy langsamer machen. Und ich glaube, ich weiß sogar, was wir jetzt dagegen machen. Ich setze mal Duckface an, ganz provokant, um ihm zu zeigen, dass sein Machum einfach voll schlecht ist und sogar ein schlechter geleveltes Pokémon viel stärker ist als er. Na dann, oh, noch eine Grimasse. Ja, ich weiß genau, was ich jetzt mache. Wir setzen Zen-Kopfstoß ein und bekommen erstmal einen Überroller ab. Nicht geil, aber hey, wir überleben das. Gut so, ich wollte gerade sagen, wenn wir das nicht überlebt hätten, wäre es ziemlich bitter geworden. Erstmal einen schönen Zen-Kopfstoß, bam! Ich habe ja früher mal 10 Kopfschuss gelesen, da habe ich mir gedacht, er tut mir den 10 einmal zutreten und das ist echt mies, wie wenig das zieht. Ah jo, noch einmal eine Kaskade und dann ist dieser Kampf auch geschafft. Ganz easy, locker easy. Initiative sinkt weiter und Darkface setzt Kaskade ein. Wie viel Schaden macht das? Ich habe genügend, um ihn jetzt zu besiegen, oder? Ah! Wäre es ziemlich scheiße gewesen, wenn es nicht so wäre. So, Darkface 991. Spieler besiegt Schwarzgurt Johannes. Ich habe einen würdigen Gegner gefunden. Ja, den hast du. Da wird sogar deine Stimme komplett anders. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Kennt ihr meine Weiß-Edition? Weiß 2 hat aufgehört zu lecken. Und jetzt fängt die damit an. Ganz ehrlich. Das kann ich echt nicht gebrauchen, ey. Oh, Mann. Habe ich überhaupt Ingame-Sound? Ingame-Sound habe ich an, aber ich glaube, der ist gerade ziemlich leise. Kann es sein? Komm. So, schon besser. Damn. Komm schon her, Psyche. Dich nehme ich auch durch, natürlich. Ich bin ein Psycho. Schon wieder. Ich habe psychische Fähigkeiten. Ich sehe deine Vergangenheit. Ja, was siehst du denn? Wie ich geboren wurde? Wie ich mein erstes Pokémon erhalten habe? Wie ich all deine anderen Psycho-Freunde in Grund und Boden gestampft habe? Siehst du so etwas? Natürlich! Los, Happy. Go, Happy. Go. Ich fange jetzt andauernd, ich wollte Happy eigentlich nach hinten tun, damit andere auch jetzt ein bisschen gelevelt werden, weil sonst Happy die ganze Siegestraße allein auseinander nimmt. Ja, das tut halt echt. Scheiße, ey. So, erstmal nochmal 1300. Als nächstes kommt ein Zwürfens. Das würde, kriegt er auch noch hin. Oh Mann, ja, Zwürfens. Zwürfens übt seine Fähigkeit Erzwinge aus. Nochmal Finsteraura. So, durchgebrettet. Oh, hat er sogar überlebt, hat sich noch eine Flugattacke. Der einfach null nutzt hat, weil er sich damit selbst umbringt. Ernsthaft? Das wäre richtig für den Arsch, ey. So, Zwürfens wurde besiegt. Und Level 55 für Happy Day. Yeah, so hat es zu laufen. Und jetzt kriegen wir erstmal einen schönen Schaden durch Fluch. Wie viel? Okay, knapp 30. Jetzt haben wir noch einen Abzoll. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Das Abzoll, Typ Psycho, Typ Unlicht, hat keine Chance gegen unser Happy. Typ Kampf, Stahl, Aura, Sphäre in his face. Und zwar so richtig. So, und zack, boom, bam, bats, down. Also sollte es normal fallen, wir sehen den Unterschied plus Step plus Schwäche und oh, da kann er gar nicht überleben. Und sag noch, absolut ist auch down. Hey, Spieler besiegt Psycho Verena. Deine Vergangenheit, du hast viel mitgemacht. Nein, ich habe viel geschafft.
und viel gemacht, aber nicht viel mitgemacht. Okay, als nächstes wird unser David ein bisschen trainiert. Er hat hier, glaube ich, noch gar keinen Kampf gehabt. Und wenn, dann hat er keinen Schaden davon genommen. Mal sehen, was jetzt noch alles so zu tun ist. So, hier. Und dann mal gucken, wo ich jetzt noch so hinkomme. Ein Pokéball. Ein Hyperball. So nice. Dreh um. Dreh um. Dreh um. Auf Wiedersehen. Und da ist direkt ein Wasserfall, den wir uns auch vornehmen werden, weil wir nämlich hoch kaskadieren werden. Ja, ja, kaskadieren, neues Wort, ihr wisst Bescheid. Und wehe, das ist jetzt irgendein falscher Weg. Ich habe nämlich die Siegestraße nicht mehr auswendig im Kopf. Das ist ja richtig bitter, wenn es jetzt irgendein falscher Fehlweg wäre. Dann würdest du richtig ausrasten. Boah, Frosch im Hals, scheiße. Oh, das drückt. Wir gehen einfach hier runter. Und hoffen, den richtigen Weg zu genommen. Okay, das ist schon mal der falsche Weg. Erstmal hier. Drachenpuls. Ja, die wollte ich die ganze Zeit haben. Jetzt habe ich es aber bei Happy schon. Aber die bringe ich unserem David direkt bei, weil der mal eine bessere Drachenattacke gebrauchen kann. Oh, sorry, ich muss gerade noch während der Kraxel was trinken, Leute. So, der Ding. Und jetzt hier. Ich zähle mir zu ihr Pokémon in meine Obhut und mache sie dann doch zäher. Dabei kannst du mir helfen. Nein, danke. Ich lehne ab. Definitiv lehnen wir ab. Eine Herausforderung von Drachenprofi Edmund. Altaria wird von Drachenprofi Edmund in den Kampf geschickt. Ernsthaft? Okay, das war jetzt richtig geiler Zufall, würde ich mal sagen. Und Feuer-Odem. Und zwar so richtig schön. Sehr effektiv. Haut ihn um. Muss ihn umhauen. Scheiße. Wenn er jetzt auch was macht und er setzt Drachentanz ein. Okay, Drachentanz ist noch nicht so schlimm. Macht nicht so viel aus bei uns jetzt. Angriff von Altaria steigt, Initiative steigt. Und jetzt setzt nochmal ein und das ist sein Ende, weil er gerade die falsche Attacke eingesetzt hat. Tja, fail gelaufen, fail, fail, fail gelaufen, laufen, fail gelaufen. Yeah, yeah. So, und bam, Altaria ist auch down. Oder was heißt auch down? Als erstes erstmal down. 1800 Erfahrung. Und als nächstes folgt noch ein Knorksel. Boah, ein Knorksel. Das ist ein Knorksel. Das hat auch ein Knorksel. Der ist Knorksel. Hat einen Knorksel. Ja, ja, Feuer oder. Bam. Das ist sehr effektiv. Natürlich ist das sehr effektiv. Und haut ihn sogar um. Geil. Das finde ich sehr geil. Na, 1449. Und das war's aber mit Drachenprofi Edmund. Ich hatte nicht die geringste Chance. Ja, da hast du echt recht. Und jetzt surfen wir mal weiter. Das Wasser ist tiefblau. Möchtest du Surfer einsetzen? Natürlich möchte ich das. Enthorn, spring auf. Und hier haben wir auch schon den nächsten Weg gefunden. Und erstmal ein alter Mann. Schutz wirkt nicht mehr. Setz mir direkt eine neue Schutzi an. Okay, ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger mit der Siegestraße, würde ich sagen. Ich habe jetzt gedacht, ich kriege das in dem Part noch fertig und jetzt. Habe ich noch irgendwo einen Schutz? Fuck, ich habe keinen Schutz mehr. Ja, das heißt, wir werden wieder von wilden Pokémon befallen. Und hier haben wir noch eine Schafklaue gefunden. Ich habe vergessen, wozu die war. Ich glaube, entweder zum was verstärken oder es ist für die Entwicklung von. Eine Bonna. In der Nacht natürlich. Und ein wildes Onyx. Oh, 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 ein Onyx. Los, David. Ja, ja, jetzt lähmt das richtig, weil jetzt auch viele wilde Pokémon erscheinen werden, ey. Wo komme ich jetzt hin? Ich hoffe nicht, dass ich hier in diesen alten Sack kämpfen muss, weil da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. David, 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 David. Gibt's hier noch irgendwas, wo jetzt hier nur. Ah, hier ist das diese Scheinwind-Treffpunkt da mit dem Zink. Da kann ich natürlich noch nicht durch wahrscheinlich, oder? Lass mich dich mal ansehen. Du sollst ja auf jeden Fall die Pokémon-Liga als Ziel setzen. Konzentriere dich all deine Energie auf dieses Ziel. Dankeschön. Wäre doch nicht nötig gewesen. Ah, jetzt folgen noch ein paar Kämpfe. Weitere Onyxe, die mich tierisch nerven, weil andauernd nur Onyx, 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 Onyx kommt.
Ah, Flucht, du bist entkommen. Natürlich bin ich entkommen. So, und weiter geht's gegen ein wildes. Oh, ein Georock. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. So, dann Flucht, du bist entkommen. Natürlich bin ich entkommen, tut mir leid. Und kämpfe gegen den Veteranen. Ich kann es spüren, dass du deine Pokémon, was weiß ich was, du und deine Pokémon scheint fast so, als wäre ich unzertrennlich. Ja, natürlich, wir unzertrennlich. Hallo, der kippt sein Porygon Z. Porygon Z. Ernsthaft. Flamethrower, Flammenwurf. Und der setzt Donnerblitz ein, okay. Gar nicht so dumm, Donnerblitz einzusetzen, sage ich ganz ehrlich. Aber macht nicht viel Schaden. Erstmal schön Flammenwurf, heizen wie mein. Und macht es guten Schaden, hau ihm bitte was raus. Alter, ich habe gerade nochmal Flammenwurf gedrückt. Ja, diese Intelligenz, total geil, nicht scheiße, ey. Flammenwurf haut ihn natürlich jetzt nicht um. Fuck, und wenn ich genauso, wenn ich mal so richtig drauf achte, könnte uns die nächste Donnerblitz jetzt umhauen, wenn wir Pech haben oder es ein Critical gibt. Wehe, 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 wehe. Danke! Das war natürlich jetzt sehr geil. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt haben wir wenigstens noch das Porygon Z besiegen können. Porygon Z wurde besiegt. Und Level 51 für David. Perfekt. Als nächstes folgt noch ein Tangolos. Für Tangolos wechseln wir auf. Komm, Hades. Ist auch ziemlich geschwächt, aber er darf jetzt mal auch an die Reihe kommen und diesen Kampf für uns machen. Go Hades. Und er kommt auch auf Level 50 nach diesem Kampf. Sehr nice. Erstmal schön Flammenwurf. Haut ihn um. Komm schon, hau ihn um. Hau ihn damit um. Hau ihn damit um. Hau ihn damit um. Danke! Das ist sehr effektiv und Level 50 für unseren Hades. Bam! So muss das sein. Okay. Boah, jetzt kommt er aber mit dem richtigen Kartenvieh. Bonzo kämpft gegen Impoleon! Bam! Das Impoleon machen wir locker easy down. Aber das ist geil, mal so einen richtig schönen Starter zu sehen nochmal. Und Holzhammer. Holzhammer, Holzhammer, Holz, 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 Holz. Holzhammer, Holzhammer, Holz, Holz, Holz. Wie viel Schaden macht das? Fuck, das hat ihn nicht mal down gemacht. Scheiße. Jetzt kommt erstmal eine schöne Lacke, Lake oder was weiß ich was. Niemand jetzt mehr Schaden und haut dann seinen Bonzo um. Scheiße. Das war jetzt nicht geil. Aber wir sind jetzt natürlich richtig sauer. Und was machen wir, wenn wir sauer sind? Eine schöne Aurasphäre. Hau ihn um, hau ihn um, hau ihn um, um, um. So, das ist sehr effektiv und das war's dann auch schon. Impoleon wurde besiegt und Happy hat es natürlich geschafft. Spieler besiegt Veteran Albin. Das hat mir die Augen geöffnet. Ja, danke. Auf jeden Fall. Tue ich auch gerne. So, welcher ist jetzt der richtige Weg? Und ich habe keinen Bock auf irgendwelche wilden Pokémon. La 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 la. Habe ich keine Lust drauf. Flucht. Ich gehe einfach mal hier hoch und hoffe, dass das der richtige Weg ist mit diesen blöden wilden Pokémon. Oh, ein Knackte. Das ist jetzt nice. Das ist echt nice. Aber ich habe schon ein Drachen-Pokémon, das heißt, ich fange mir keinen Knackte. Erstmal schön nochmal da hochkraxeln. Und noch ein Gegner. Ha. Das ist blöd. Ich wollte eigentlich nicht jetzt noch irgendwelche Gegner machen. Hypertrank. Dann zieht sich dieser Part schon wieder so in die Länge. Oh. Aber ich glaube, die Dings dürfte gleich vorbei sein eigentlich. Ach komm, ich mache jetzt auch den Gegnerlauf weiter. Wenn die Siegestraße nicht vorbei ist, dann ist halt der Part zu Ende und dann habt ihr halt an Heiligabend keinen Part von der Pokémon-Liga, sondern von der Siegestraße. Juhu! Dies ist ein Ort, an dem wir starke Trainer und Pokémon zusammen. Das ist ja alle Trainingsorte, natürlich. Wobei nein, ich glaube am Ende kam nochmal ein Doppelkampf. Scheiße. Oh, ein Kaumalat. Das ist scheiße.
Ich wollte eigentlich in diesem Part hier alles so zu Ende bringen. Jetzt habe ich schon mal so ein paar Sachen, die mir da dazwischen funken. Das ist nicht geil. Egal. Besiegen wir erstmal so einen schönen Heul. Nummer 1 ist down. La, 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 la. Und als nächstes folgt ein Wablu. Wablu nehmen wir auch durch. Aber er hat irgendwie nur so Starter. Was ist das denn, ey? Ganz ehrlich. Gegen Wablu setzen wir Feuerwehrm auch ein. So, was noch, was noch, was noch? Spiegeltrick. Wow. Okay. Das ist mies. Aber sieht nicht wie gut. Dann Feuer Odem und das Vieh ist down. Drachenbruder ist nicht so ein Knackslein. Oh, jetzt kommt doch noch irgendwas Mittelmäßiges. Ja, das Knacksel nehmen wir aber jetzt auch down. So, Feuer Odem und dann ist das auch geschafft. Mal gucken, was im Bett jetzt los ist. Ich gehe jetzt mal von dem Bett und... Oh, kann man ertragen. Nicht so schlimm. Knacksel ist down. Dankeschön. So, Knacksel ist down. Ich meine, folgen wieder zu. Ständig so auf Helligkeit, ihr wisst Bescheid. So. Drachenprofi kann man im Trainer wie dir kämpfen, deshalb mag ich diesen Ort. Ja, Drachenprofi, irgendwas ist auch besiegt. Da. Und kommt hier noch ein Doppelkampf oder war es das jetzt? Ja! Geil! Wir haben die Siegestraße doch noch in diesem Part geschafft. Geil! So, die letzte Hürde, die wir bewältigen müssen. Wir müssen diesen Wasserfall hochkraxeln, hochkaskadieren. Das ist Gänsehaut-Feeling. Leute, da ist sie. Die Pokémon-Liga. Okay, ich heile auch schnell unsere Pokémon. Denn was offscreen nun gemacht wird, ich werde unser Team, ich werde unser Electek zu einem Elevoltek machen. Das ist definitiv. Ich werde ein paar coole Attacken über Herzschuppe und sowas beibringen. Ich werde unser Team trainieren und ich werde das Secret Random Pokémon heraufbeschwören. Heißt, ich werde ein komplettes Pokémon, das wir in diesem Let's Play nicht einmal benutzt haben, benutzen. Und das wird die Pokémon-Liga starten. Ich habe die ganze Zeit auf eure Kommentare gewartet. Leider kam nichts. Deshalb habe ich ihn gedacht, komm, fragst du einen Kumpel und er hat mir was gesagt. Und das werde ich dann noch nehmen. Deswegen, meine Freunde, danke fürs Zuschauen in diesem Part. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, euer K.O.H.